So, da sind wir mal diesmal bei einem etwas ernsteren Thema. Wie ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt und auch am Thumbnail gesehen habt, es geht um Rassismus. Warum geht es darum? Genau wegen dem Beef zwischen Tanzverbot und Abdel. Ich sag schon direkt, alle, die jetzt neu hier gerade das Video gucken, weil sie hoffen, irgendwelche Ausschnitte zu finden oder sonst irgendwas, da muss ich euch definitiv enttäuschen. Denn mir geht es eigentlich nur um das Hauptthema, dann so grob, was ist passiert, etc. und wie ich zu dem Ganzen stehe, beziehungsweise zu dem ganz großen Thema. Es geht nicht darum, ob jetzt Tanzverbot Abdel beleidigt hat, sondern einfach, wie das Ganze so abläuft. Und es geht nicht um den Stress allgemein auf Madeira, sondern wirklich, wie das allgemein in unserer normalen Gesellschaft, ich nenne sie jetzt einfach mal normal, so abläuft. Kurzfassung ist halt einfach, Tanzverbot ist ja auf Madeira, viele werden es mitgekriegt haben, ist zur Unge quasi rübergezogen. Die zwei machen ja jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding zusammen, aber viele YouTuber sind derzeit auf Madeira gelandet. Ich glaube, wir haben bald mehr YouTuber auf Madeira als in Deutschland. Wieso, weshalb? Macht euch da einfach selber schlau, ich will da nicht irgendeinem was unterstellen, um Gottes Willen. Und warum geht's eigentlich? Genau, Tanzverbot soll, und ich distanziere mich jetzt von allen Aussagen, die irgendwie getätigt wurden. Tanzverbot soll halt zu Abdel irgendwie gesagt haben, in einer Diskussion, er solle doch bitte mit seinem Kanackengehabe aufhören. Das hat natürlich Abdel überhaupt nicht gefallen. Und dadurch kam es dann halt zum richtigen Streit. Kurzfassung ist aber eigentlich gewesen, Tanzverbot kann Abdel absolut nicht leiden. Revi kam aber dann irgendwie auf die Idee, weil Tanzverbot Geburtstag hatte, lass doch einfach zusammen dahin gehen und Abdel gratuliere ihm doch einfach mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also Revi wollte eigentlich nur den Streit schlichten, aber im Gegenteil, das Ganze ist dann quasi eskaliert. Unge hat dann Tanzverbot in seinem Livestream, seinem Rekordstream sogar noch, quasi in Anführungszeichen die Partnerschaft gekündigt. Er wollte es zwar so nicht sagen, aber er hat halt einfach gesagt, er möchte mit rechtsextremen Leuten nichts zu tun haben. Wo ich aber jetzt sagen muss, Tanzverbot ist in meinen Augen nicht rechts, sondern er hat halt einfach nur gesagt, dass das Tour von Abdel in diesem Moment ihm halt einfach auch nicht gepasst hat und dass das halt für ihn Kanackengehabe war. Was ist damit gemeint? Ihr wisst selber, wenn man sich in Anführungszeichen mit einem Südländer anlegt oder beziehungsweise Streitereien hat, dann kann das Ganze etwas lauter werden. Dafür können die aber auch nichts. Das ist einfach ihre Mentalität ist vollkommen normal. Das Problem ist halt einfach, wir Deutsche in Anführungszeichen, wenn man uns als Kartoffel bezeichnet oder jetzt als Allmann, wir sehen das Ganze nicht so eng. Aber wenn ein Südländer, generell Südländer oder auch, ja, man kann eigentlich sagen, so wirklich ringsrum von uns, wenn man da irgendwie was sagt, zum Beispiel, was für uns Kartoffel ist, ist für den einen Kanake oder Polacke oder sonstiges. Aber das wird dann wieder ein bisschen anders gesehen. Und das unter Freunden ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn dann kommt, hey, komm mal her, Kanacke. Weißt du, wenn es auf lustig gemeint ist. Ist klar. Aber die Frage ist halt immer, wie ist es gemeint? Ist es persönlich gemeint? Ist es auf das Land bezogen? Aber da muss ich ganz ehrlich jetzt sagen, ganz weg jetzt von dem Streit, sondern was uns hier betrifft als Community. Wir haben ja auch schon gemerkt, im Chat haben wir welche dabei, die nicht so gut Deutsch können, die aber auch nicht so gut schreiben können. Das eine vermischt sich ein bisschen mit dem anderen und dann kriege ich halt dann auch manchmal so mit, wenn dann manche schreiben, hey, lern mal schreiben, bla bla bla. Da sage ich ganz ehrlich, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und ganz ehrlich, es ist scheißegal, woher irgendjemand kommt. Mir ist auch scheißegal, ob einer jetzt 100.000 Euro auf dem Konto hat oder 1 Euro. Weil ganz ehrlich, wir sind alle gleich. Alle. Und denkt jetzt mal nur über diesen Satz nach. Warum soll einer aus der Türkei schlechter sein als einer aus Deutschland? Warum soll einer aus Syrien schlechter sein als einer aus Deutschland? Genauso aber auch umgekehrt. Warum soll ein Deutscher schlechter sein als ein Türke? Nur als Beispiel. Denkt einfach mal drüber nach. Weil es bringt auch nichts. Das Problem, was mir auch so aufgefallen ist, was so generell jetzt, was die Jugend jetzt betrifft.
Da fallen inzwischen Wörter, da sage ich euch ganz ehrlich, ich bin jetzt 33 Jahre alt, wäre ich damals 15 gewesen oder 16 und es wären solche Wörter wie heute gefallen, wo die Mutter beleidigt wird. Monte kennt das, ist das im Freundeskreis normal, ich beleidige deine Mutter. Aber ich sage ganz ehrlich, bei mir hätte es da definitiv gerappelt. Weil ganz einfach, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke mal, es wird nicht viel anders sein. Die Mutter ist heilig. Egal, wie oft man über die Mutter meckert oder den Vater meckert, Familie ist einfach das Wichtigste. Weil die Familie in Anführungszeichen immer hinter einem steht. Man mag sie vielleicht manchmal verfluchen wegen Hausaufgaben, Arbeit, Freundin etc. pp. Aber in Anführungszeichen steht die Familie immer hinter einem. Klar, es mag auch Leute geben, da ist das überhaupt nicht so. Die Mutter interessiert sich nicht. Aber da sage ich ganz einfach, drüber stehen und gucken, dass man das Beste daraus macht. Ist halt genauso wie mit Freunden. Deine Eltern kannst du dir nicht aussuchen. Freunde kannst du dir noch irgendwo aussuchen. Aber in Anführungszeichen, wir sind alles individuelle Menschen. Man kann sich nicht mit jedem vertragen. Aber was ich jetzt eigentlich auch noch sagen wollte, viele, die eventuell Tanzverbot verfolgen oder auch Monte, werden merken, so verschieden sind die zwei nicht. Denn grundsätzlich sagen sie einfach klipp und klar ihre Meinung. Tanzverbot genauso wie Monte. Ich bin da eigentlich genauso, weil ich renne auch keinem hinterher. Ich sag euch ganz einfach, wenn irgendeiner mit mir was zu tun haben will, ist es okay. Ich entscheide dann selber, ob ich das will oder nicht. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, wie ich mich so im Stream verhalte. Mit dem einen komme ich besser klar, mit dem anderen eher weniger. Man muss auch nicht mit jedem klarkommen. Und wenn ich irgendeinem Abonnent sage, sei mir nicht böse, mach bitte dein Headset aus. Dann ist das entweder, weil ich sein Gerede nicht mehr hören kann, weil es einfach, ich muss ja auch nicht jedem gefallen, um Gottes Willen. Es gibt genug Leute, die abonnieren mich, es gibt auch genug Leute, die deabonnieren mich wieder. Warum? Weil es ihnen nicht gefällt, was ich so mache. Ist auch vollkommen legitim. Genauso ist es ja bei euch draußen auch. Wenn euch irgendjemand nicht gefällt, ihr müsst ihn ja nicht unbedingt direkt beleidigen, weil er hat euch nichts getan. Nur weil er euch nicht gefällt, müsst ihr ihn nicht beleidigen. Da sind wir auch wieder beim Thema Mobbing und hast du nicht gesehen. Also ich weiß nicht, heutzutage ist auch ruckzuck irgendwie bildet sich die Gruppe und die Gruppe und dann wird ein großes Thema daraus gemacht. Das andere Problem ist halt wirklich, was jetzt nochmal wegen dem Rassismus gedönt, wenn bei uns in Deutschland einer was sagt, der Deutscher ist gegen einen Ausländer, ist direkt rechts. Das Problem ist, wenn ein Türke aber sagt, hey, du scheiß Kartoffel, ist das was anderes. Da frage ich mich halt einfach auch, warum ist das da was anderes? Warum darf ein Ausländer zu mir was sagen, aber ich nicht zum Ausländer? Denkt mal drüber nach. Generell sollte man sich eigentlich sowieso nicht beleidigen, also überhaupt nicht beleidigen. Wofür? Was bringt es, den anderen zu beleidigen? Geht euch einfach aus dem Weg und gut ist. Ich meine, die meisten haben mitbekommen, ich habe selber zwei Kinder, der eine ist jetzt 15, wird 16, der andere ist 8, wird 9. Da sage ich, also mein Kleiner, ganz ehrlich, ich sage so, wie es ist. Er sagt einfach, ich will mit dem nicht spielen, fertig. Der andere muss es akzeptieren, wenn er es nicht akzeptiert, ist es trotzdem sein Problem. Aber ich sage immer wieder, sag den Leuten lieber ehrlich, was Sache ist. Hör mal zu, ich komme mit dir nicht klar, wir müssen ja auch nicht klarkommen und dann geht man sich aus dem Weg. Aber nicht irgendwie so, ja, ich mag den, ja, super, du bist der Beste, ich finde dich voll cool. Und dreht euch um und sagt dann, boah, ich hasse diesen Typen. Dann sag lieber einfach, hör mal zu, ich komme mit dir nicht so ganz klar. Wir werden wahrscheinlich keine besten Freunde sein, man kann sich unterhalten, wenn es überhaupt möglich ist. Und dann war es das eigentlich. Aber hört auf mit den Beleidigungen. Allgemein, benutzt vor allem nicht immer diese Ausdrücke. Weil ich weiß nicht, wenn ihr euch mal wirklich jetzt mit dem Thema mit Unge und Tanzverbot und Monte damit auseinandersetzt, werdet ihr ruckzuck merken, das ist eigentlich Kindergerede. Es sind erwachsene Menschen, aber es wird sich gestritten um ein Thema, was wirklich in Anführungszeichen klar ist. Es ist groß das Thema, weil es groß gemacht wird. Die Presse macht es groß. Im Prinzip hätte auch einer sagen können, du hast einen Kartoffelkopf. Und der andere sagt, nee, du hast einen. Im Prinzip wurden nur zwei Ausdrücke am Kopf sich gegenüber geworfen, aber das Problem ist, es geht halt um Rassismus. Und Rassismus ist bei uns in Deutschland, beziehungsweise eigentlich in jedem Land, auch was Religion betrifft,
ist einfach ein heißes Thema. Und da sollte man echt vorsichtig sein. Also, ich sag's euch wirklich, sagt nicht zu irgendeinem Ausländer, hey, du scheiß Ausländer. Weil das Problem ist einfach, der erzählt das seinen Freunden, dann kommt der Nächste und es gibt nur unnötig Stress und in Wirklichkeit hast du es überhaupt nicht so gewollt. Beziehungsweise auch nicht gemeint. Weil man sagt halt wirklich, manchmal denken manche einfach nicht nach, was sie sagen. Weil logischerweise, der geht nach Hause, redet mit seinen Eltern, mit seinen Freunden und schwuppdiwupp hast du 5 Leute, 6 Leute, 10 Leute gegen dich stehen und dabei wolltest du eigentlich nur sagen, ich kann dich nicht leiden, geh mir einfach aus dem Weg. Aber dann wird nicht nachgedacht und dann haben wir den Salat. Also, was ich wirklich auf den Weg geben wollte damit, ist einfach, hört auf zu beleidigen. Sei es im Internet, sei es auf der Straße, weil es bringt nichts. Wenn ihr mal wirklich drüber nachdenkt, wir essen alle aus demselben Teller und wir gehen auf demselben Ort auf Toilette wie jeder andere auch. Ob er weiß ist, ob er schwarz ist, ob er gelb ist, ob er behindert ist oder keine Ahnung was. Männlich, weiblich, auch da kennen wir schon den ganzen Krieg. Also, denkt einfach mal drüber nach, auch was meine Community betrifft, was im Chat so abläuft, auch die Chaoten unter euch. Es bringt euch nichts. Auch wenn ihr meint, ihr wärt anonym, aber im Endeffekt, ihr werdet trotzdem nicht dadurch beliebter sein oder sonst irgendwas. Also das wollte ich euch einfach nur mitgeben und dann würde ich sagen, einen guten Start in die Woche und in dem Sinne, haut rein.